Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von uns. Ich, Deniso und mein Kumpel Fraglight auch dabei. Hallo. Wir stellen euch heute unsere selbst erstellte Map vor. Unsere Adventure-Map, was wir gemacht haben. Da startet man im Game Mode 2, sprich Abenteuer-Modus. Du kannst nichts abbauen. Ja. Und Nahrung und sowas kriegst du aus Kisten und sowas. Also, dann zeigen wir es euch mal. Hier sehen wir den wunderschönen Anfang, Beschreibung und sowas. Ein paar Sachen halt. Ja, hier unser Channel. Das kann man als Thumbnail benutzen. Schon, gell? Und ja, Mann. Und nun, also gehen wir weiter. Also fangen wir an. Was mit der Kiste hier? Mit dem Buch? Ja, komm, das Buch. Das kann man lesen, sollte man lesen und dann gleich wieder. Willst du nicht zeigen, was drin steht? In die Kiste, nein, warum denn? Na gut, dann zeige ich es halt, wenn er es sagt. Hier kann man lesen. Wieso nicht das Englische? Weil ich kein Englisch kann. Also, ich lese es euch mal vor hier. Wenn Sie etwas bei den Händlern kaufen, erwerben, kann es sein, dass es Sie aus dem Server oder der Karte gekickt werden. Aber keine Angst, das, was Sie erhalten, kriegen Sie trotzdem nach dem Neueinloggen. Ja, nur das steht da drinnen. Also muss man jetzt, wenn man will, kann man es lesen. Müssen nicht. So, und hier steht es in Englisch nochmal, aber Google-Übersetzer habe ich hier benutzt. Gut, dann wollen wir beginnen, oder? Ja, okay. Fangen wir an. Dann laufen wir mal rum. Überspringen die Schilder. So, dann kommen wir erstmal ins wunderschöne Gebäude hier. Startgebäude, hier die Betten. Für den Anfang, dass ihr hier respawned werdet, wenn ihr sterben solltet. Ups. 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 Ups, 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 ups. So, dann schauen wir mal hier nochmal. Hier. Also, gehen wir weiter. Dann kommen wir in das Dorf. Da ist der Fraglight. Wo? Da. Hä? Dann sehen wir hier ein Riesenschild, Bank. Ja, Mann. Schauen wir da direkt mal hin, oder? BK Bank, oder wollen wir zuerst zur Schmiede? Oh, Dennis, was haben wir denn hier? Da haben wir... Was ist das? Händler! Schauen wir doch mal rein. Wo ist er hin? Ich sehe deinen Namen. Ich dein irgendwie nicht. Ich bin hier. Ach, da innen ist er, gut. Dann zeig ich. Gehen wir mal hier rein. Da sind dann Dorfbewohner. Die verkaufen Sachen. Aber das sind zufällig generierte Gegenstände und Handel und alles. Und der spielt mit dem Ding rum hier, mit der Tür. Also, dann würde ich sagen, schauen wir mal kurz in die Schmiede rein. Wo sind die Schmiede? Dort hinten. Ach, da. Ah, Dennis, es gibt doch irgendwo so wunderschöne Wege. Das stimmt auch wieder. Dann gehen wir auf den Weg. So, dann gehen wir hier lang. Gehen wir in die Schmiede. So. Was auch immer. Dann. Es werde Nacht. Ja, wunderschöner Lichtschalter hier. Dann hier sind dann erstmal verschiedene Sachen. Und wenn ihr an Rüstung kommen wollt, müsst ihr hier durchgehen. Und hier sind die Händler für Rüstung. Smaragde sind hier auf dieser Map die Währung. Ja, weil man sich hier nichts herstellen kann. Muss man Smaragde sammeln, kann sich kaufen oder man findet es zufällig bei Truhen. Rüstung und sowas. Ja. Aber ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Hauptsächlich Waffen. Das stimmt allerdings. Ziemlich schlechte Waffen. Ja. Was ist denn das? Guck mal her. Fledermaus. Naja, okay. Dann wollen wir mal. Wohin wollen wir mal? Ja, jetzt geht's zur Bank. Okay. Da benutzen go, wir go, schneller. Ja, da benutzen wir den wunderschönen Weg. Warum ist hier ein Amboss?
Keine Ahnung. Tust nur Essen verlieren? Nö. Ich auch nicht. Vielleicht kommt es noch, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Da, ich bin jetzt bei der Bank. Nein, nicht, dann braucht man halt kein Essen, das ist halt. Ja. Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Genau, hier gibt's auch einen. Dann haben wir was falsch gemacht. Ich schau mal kurz beim Server. So wie ich mit meinem Lichtschalter. Zwei Lichter brennen noch. Okay. Naja gut. Und das fängt irgendwie nicht an zu leuchten. Oder doch? Jetzt leuchtet alles. Na gut, dann zeige ich euch mal die Bank. Hier. Da gibt's Gegenstände, was ihr in Truhen findet. Bei den verschiedenen Gebäuden. Findet ihr Gegenstände, die ihr hier tauschen könnt. Gegen Smaragde. Ja. Dann gibt's hier einen Amboss. Ja, ja. Oh, ich war ja schon drin. Hoppla. Ja, auf jeden Fall. Man muss erst zur Bank gehen. Dann kriegt man Smaragde. Und dann muss man hinter zur Schmiede, ne? Ja, so ist es. Naja. Sehr einfallsreich. Aber okay. Ja, was denn? Ist doch kurzer. Ja, schon. Ein bisschen Sport kann man abnehmen. Naja, du bist eh schon so dürr. Moment, Moment. Zurück. Fangen wir an, oder? Dö, ja. Dö, 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 dö. Ach ja, noch was. Hier, wir spielen hier mit dem Texture Pack DokuCraft. Das tun wir dann in die Beschreibung mit rein zum Download. Ja, genau. Und die zum Map Download. Ja, genau. Die Map könnt ihr mit downloaden. Geh mal durch. Nein, ich trau mich nicht. Ja, ich muss nachschauen, ob da welche gespawnt werden. Ne. Gut. Perfekt. Perfekt. Also nicht so spezifisch im Detail, das muss man ja alles selber herausfinden dann. Kannst hier nur mal hier so zwei Totenköpfe. Ja. Wunderschön. Nein, nicht reinschauen, nicht. Hab ich nicht. Das muss alles anonym bleiben. Anonym. Privat. Privat, hier unser wunderschöner Garten. Ja, wann fangen wir mit denen an, genau. Der hat uns viel Zeit und Mühe gekostet. Und der Spielplatz. Ja, genau. Unser Spielplatz. Ja, Mann. Mit einer Wasserrutsche. Ja. Ist ja normal. Erstmal mit Hose und T-Shirt ins Wasser rein. Und dann zur Mami rennen und sagen, schau mal. Dann im Sand rumspielen. Ne? Ja, schaukeln, wo man nicht hochkommt, weil man zu klein ist. Muss man mit Räuberleiter. Warte, komm her. Hau rock. Ah. Funktioniert nicht. Nee, da ist eine Kuh. Das ist viel zu schwer. Da Alter. Ist eine Kuh. Nicht gut. Nicht gut. Ach ja, übrigens, ihr findet auch keine Tiere bei der Map. Wollte ich nur mal so vorab sagen. Ja, außer eine Kuh, ne? Außer diese Kuh. Eine satanistische Kuh, da. Ja, genau. Mit brennendem Kreuz und sowas. Hat sich eingeschleust. Ja, Mann. Töten. Jetzt tötet er sie, hoppla. Die arme Kuh. Und ich komm da nicht hoch. Hoppla. Hoppla. Nein. Ey. Nein. Bam. Wo ist sie? Bam. Wo ist sie? Okay. Keine hey. Tiere. Das ist der Einsame. Jetzt sind's keine mehr. Den Berg... Naja, er hätte schon gesagt. Ja, man kann ja mal reinschauen, am Anfang ist er nix. Hüp. Oh, Dunkelheit. Ich seh nix. Ich auch nicht. Ich glaube, ich geh wieder raus. Oh Mann. Ist hier kein. Ach doch, hier. Licht. Oh, Licht. Mhm. Okay, ich glaube, wir haben schon zu viel gezeigt, oder? Ja, ich glaube, ich gehe wieder raus. Ja. Hier, oder? Ja. Ja. Oh, hoppla. Hä? Achso.
Ja, da müsste man raus. Ja. Ach ja, das ist erst noch die erste Version, ne? Hast du das schon gesagt? Nee, das habe ich vergessen. Aber ja. Es ist immer noch die Alpha Early Access. Genau. Danach kommt noch Alpha, dann Beta. Danach die letzten Patches und alles. Patches, Feinstiffe. Genau. Hä? Wieso kommt man hier nicht rein, Dennis? Erzähl das mal. Ja, genau, weil man kommt hier nur rein, indem man hier dieses Riesengebäude Labyrinth, ja, doch geschafft hat, dann kommt man nur hier rein, weil anders kommt man hier nicht rein. Ja, schau mal, was da hinten ist. Ja, gell? Ne, schöne Kiste, was da wohl drin ist. Zwei Kisten, naja, was da wohl Zwei drin Kisten, ist. Oh. Ich möchte wissen, was da drinnen ist. Tja, dann spielt die Map, ne? Ja, genau. Was ist denn hier hinten? Hast du schon gezeigt? Nee, da wollte ich gerade hin, aber dann hast du mich unterbrochen. Achso. Hier haben wir eine Bibliothek. Da ist man total schnell unterwegs in der Bibliothek. Ja, man, leise muss man hier sein. Ja. Könnt froh sein, dass es hier keine ist, gell? Keine Aufseherin hier. Ja, wenn er die Map downloadet, der kann dann sehen, dass ich hier sitze und aufpasse. Dass ja keiner Krach macht. Ja, genau. So pack ich meine Fleischpeitsche aus. Und hau den allen ins Gesicht rein. Ja, gehen wir weiter. Er ist böse. Und hier sieht man hier eine wunderschöne Konstruktion. Das ist alles durchgehend. Also, das heißt, man schafft das Gebäude, dann kommt man ins nächste und wieder ins nächste und ein Gebäude zum anderen. Wenn man das Ende findet, gibt es eine Kiste. Glaube ich. Ah, ja. Oh, wunderschön. Glaube ich. Glaube ich. Vielleicht ein oder andere Überraschung gibt's. Überlassung. Ja, Überlassung. Dann gehen wir mal. Wo gehen wir hin? In den Aussichtsturm. Genau, Aussichtsturm 1. Oder ist es 2? Ich glaube 2. Keine Ahnung. Es ist Alpha. Genau. Alpha und Omega. Oh, hoppla, wo bin ich denn hin? Nein, Spaß. Wo bist du hin? Ich hab's echt nicht gesehen. Oh, Emma, warst du weg? Auf der Map gibt es auch versteckte Eingänge. Genau. Wie die versteckt sind, wie man die findet. Selbst heraus. Das, ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Hey, da ist der andere Aussichtsturm. Der ist aber winzig. Ja, genauso wie das Ding da auf dem blauen Gebäude. Ja, genau. Ist auch winzig. Das blaue Gebäude, wollen wir es denen zeigen? Oh ja, komm. Lass uns loslegen. Oh je, meine. Ja, auf geht's. Ich komme schon. Hoppla. Kann man hier Fallschaden bekommen? Ich glaube ja. Das wäre voll bescheuert, wenn man 0 Damage bekommt. Ich glaube, man kann. Vielleicht, weil ihr Difficulty 0 habt. Deswegen verliert man kein Essen und das eventuell auch. Kann möglich sein, aber wenn wir jetzt 2 einstellen. Oder 1, weiß ich jetzt nicht. Normalerweise spielt man das auf Difficulty 2. Genau. Game Mode 2. Oh, hoppla. Ja. Das ist irgendwie alles. Und ja, mit dem Texture-Pack. Ohne schaut's richtig beschissen aus. Ich kann's ja kurz zeigen, aber nein. Na, lass das mal. So, dann begehen wir den Palast Licht. Wollen wir das Licht anmachen, oder? Ich hab Angst. Ich weiß es nicht. Lassen wir das Licht aus. Ja, wäre möglich. Und gehen und schreiten voran. Hier ist doch Licht. Das reicht doch. Ja, genau. Stimmt. Ey, wieso rutsche ich auf den Platten? Ich weiß nicht, weil hier Eis ist. Ja, aber nicht hier auf dem Stein. Keine Ahnung. Okay, dann ist es. Ich glaube, wir müssen das Licht anmachen. Bleib du hier unten. Ja, sonst sieht man hier ja gar nichts. Ja, deswegen ja. Jetzt wird's interessant. Wunderbar. Eine hat ja nur 2 Tage oder so gedauert, das alles hier zu machen.
Man sieht hier eine wunderschöne umgedrehte Stadt. Nun gut, dann schreiten wir voran, weiter voran. Okay, ich nehme die Abkürzung. Ich kann fliegen. So ein Cheater. Mhm. Wunderbar. Oh, hier sieht man weitere Lichtschalter. Bist du dir das sicher? Ja, sicher. Tatsache. Okay, der Rest bleibt unbekannt. Genau. Aua. Und mein Kollege ist immer noch erkältet. Na, minimal. Minimal? Was sehen wir denn hier? Schwebendes Wasser. Wie kann das sein? Nein. Oh mein Gott. Lauf, Dennis. Hier ist ein Fluch. Es liegt Magie in der Luft. Oder ein Fluch. Ja, Mann. La 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 la. Ich mach das Licht mal aus. Zip, zip. Nun gut. Wo begeben wir uns nun hin? Folgen wir den Weg. Diesen Weg, alles klar. Das hast du schon gezeigt. Jetzt müssen wir hier rein. Was ist das? Oh. Was könnte das nur sein? Eine Seifenoper? Seifenoper? Ja, genau. Wie auch immer. Eigentlich steht hier eine sexy Sekretärin.